Das dauert noch. Das ist wirklich kurz vorm Ende des Akts. Wir sind jetzt kurz vor der Hälfte gefühlt. Ich finde überhaupt alles nach dem ersten Akt ist so unglaublich kurz. Nicht? Ja, nun mach auf. Ich will weiter. Eingestürzter Wasserkanal. Wir können aber durchlaufen. Ja. Level up. Was ist? Ist das? Ich hab die Wand nicht gesehen. Oh. Totgewandt. Oh. Okay. Oh. Ich kann jetzt mehr heilen. Was bist denn du? Ja, hallo. Hi. Ich meinte damit die Fähigkeit nicht dich, du nervendes Kind. Zum Glück mache ich kein Let's Plays mit dir. Ja, eben, ist ja voll ätzend. Wir würden die ganze Zeit irgendwie über irgendwas anderes reden und uns zoffen. Das ist die. Schadensrückwerfen-Mantra-Gedöns. Klingt cool. Ja, ich habe jetzt Totgeweiht bekommen, dass ich Gegner markieren kann, die dann mehr Schaden. Wenn ich mein Bluten draufhaue, nehmen die auch schon mehr Schaden. Ja, so. Und wir werfen jetzt 40% des eingehenden Schadens zurück. Und die Fähigkeit hier ist ganz lustig. Und jedes Mal, wenn ich einen Feind schlage, wird dieses Wirbeln um mich herum erneuert. Und was macht das an Schaden? Das muss ich gleich nochmal lesen. Auf jeden Fall einige. Ach nee, ich habe das Bluten gar nicht mehr. Ha, wie praktisch.20% Waffenschaden pro Sekunde. Ist ganz okay. Ja. Und wenn ich einen kritischen Treffer lande, wird der Effekt verdoppelt. Das ist schon okay. Empfinde ich persönlich besser als diese komische Blutungsscheiße da. Gut, es geht halt davon, damit ich richtig Schaden mache. Oh, okay. Sogar dreimal gestapelt. Ah. Oh Gott, das Ach, größte und das. nervigste Gebiet, das es jemals gegeben hat in einem Diablo. Oh nein, das ist Ne, nicht übertrieben. in der Wüste, in dieser, wo du in diesen Sandhöhlen bist und die Gegner dir den Weg versperren. Gut, das ist nerviger, aber es ist nicht größer. Das stimmt. Ich glaube, das ist echt das mit das. Naja, wobei das danach ist auch nicht gerade klein, das eine. Mit dem Soltun Kull. Ja, gut, das meine ich nicht. Das sind ja die Gräber. Ich meine wirklich diese Sandtunnel, wo du, Nee, ich rede jetzt von hier, von Diablo 3. Soltun Kull nachher. Das ist ja auch nicht gerade klein, das eine Gebiet. Was für ein Gebiet? Wo man da. Ich vergesse Alter. das für die ganzen Gebiete. Ach Gott, ich wundere mich, warum du dich fragst, wann denn endlich das mit nach. Ich kann so nicht arbeiten. Wenn
Weil von mir erwartet man, dass ich mal Sachen durcheinander werfe und vergesse, aber von dir doch nicht. Du bist ja eigentlich der Konzentrierte. Das stimmt. Eigentlich. Tja. Kommst du hier mal langsam in den Keller? Ja. Bla 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 bla. Wer hätte das gedacht? Was? Dass wir jetzt angegriffen werden? Ja. In einem Dungeon in Diablo? Bla 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 bla. Alle umbringen. Was denn sonst? Take whatever you want from his chest. Wow. Was für tolle Sachen. Ja, ne? Ja, wobei doch, ich hab jetzt einen. War auch nicht so dolle. Ja, ich hab jetzt einen neuen Ring. Bei jedem Treffer kriege ich 2 Leben dazu. Das ist dann praktisch. Es ist nicht viel, aber es ist praktisch. Aua. Was mich nur irgendwie nervt, es kommt mir nicht so vor, als würden wir immer mehr rocken. Weißt du? Es bleibt kontinuierlich gleich schwer. Oh, das war glaube ich. Das war glaube ich mies. Raikanju, stimmt! Das war auch das Miese da dran! Raikanju! Yay! Sag alles aus! Na, was läuft? Du kennst ihn doch, oder? Gut. Ich meine, jeder, der mal Diablo 2 gespielt hat, kennt den. Raikanjus Klinge. Nein. Doch. Das ist ja fast gut. Was ein Scheiß, ey. Wobei ich mir dann das Ding gegen Bosse sehr cool vorstelle, weil da krügelst du ja fast kontinuierlich drauf und dann stackt das hoch und dann machst du den Schaden ohne Ende. Stimmt. Deswegen finde ich das auch alles in allem besser als das Bluten, weil damit machst du halt auf jeden Fall Flächenschaden. Und nicht erst, wenn der Kerl explodiert durch die, wie auch immer passt, durch die Explosionspaste auf den Händen. Nein, das ist, warte, wie hieß das in Kill Bill 2? Gestern Abend noch. Ja, ich hab's auch gesehen. Die 5 Punkte Herzkompressur Explosions. Genau. Ja, klar. Hauptsache kann das heißen, beide Gäste per Zufall die gleichen Punkte gekriegt haben. Natürlich. Gut, ich hab nur das Ende gesehen, weil ich vorher Homeland geguckt habe. Ja, ich hab Zufall. Also ich hab direkt erkannt, dass Kill Bill ist. Ja, natürlich. Ich hab nämlich genau dann eingeschaltet, als dieses Schwarz-Weiß von der Vergangenheit kam. Ah. Und ich hab eingeschaltet, da waren die zwei sich schon am Unterhalten, also relativ spät. Nee, ich hab. Ja, wie gesagt, ich hab erst Homeland geguckt und dann halt per Zufall den Rest von Kill Bill 2. Wobei ich sagen muss, kennst du Homeland? Hast du das mal geguckt? Eine der geilsten Serien, die es jemals gegeben hat. Ist wirklich, wirklich gut. Habt ihr die neueste Folge von Criminal Minds gesehen? Nee. Also ich nicht, aber mein Freund, ja. Soll die Kale sein oder was, ne? Die ist ziemlich fucked up. Scheiße, Mann. So, die war echt ein bisschen durch. Ich meine, Alter. Also, die war echt. Die war echt heftig.
aber irgendwie, ich habe momentan bei Criminal Minds das Gefühl, jede Folge muss der davor weggegangene nochmal einen draufsetzen. Nein, das Gefühl habe ich aber wirklich, dass es von Mal zu Mal einfach nur noch krasser wird. Und irgendwie macht es das nicht unbedingt besser. Ne? Finde ich. Gut, wenn es gut gemacht ist, dann, es ist gut gemacht, aber trotzdem, es muss nicht sein. Also, ne? Klar, dass man irgendwann mal eine Folge hat, die heftiger ist als alle anderen, aber irgendwie hatte ich jetzt bei den letzten drei Folgen immer wieder das Gefühl, dass die immer noch wieder einen draufsetzen und wieder einen draufsetzen. Wieder. Ne? Ja. Kennst du eigentlich den Grund, warum der Schauspieler vom Gideon gegangen ist, weggegangen ist von der Serie? Die Figur Gideon, warum es die nicht mehr gibt? Den wahren Grund oder warum in der Serie? Den Real-Life-Grund. Nee. Der Schauspieler meinte, ja, es tut mir zu brutal. Der ist einfach nicht mehr gekommen zwischen den zwei Staffeln. Der ist einfach nicht mehr wiedergekommen, der Kerl. Nee. Doch, der ist einfach gegangen. Weil es ihm zu krass war. Nee, mag ich nicht. Mag ich nicht mehr mit. Ich bin zu heftig. Hey. What? So heftig fand ich die gar nicht, wo er noch dabei war. Ja, eben. Und die haben den Rossi quasi nur mal eben so spontan reingeschrieben. Weil sie es mussten, weil der Kerl nicht kam. Der ist gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist auch verdammt gut, aber dafür, wenn du weißt, dass der so mal eben reingeflanscht wurde, weil auf einmal war der Kerl weg. Der ist nicht mehr zum Dreh erschienen. Von hier auf jetzt. Das ist schon krank. Ja. Hallo, ich meine Kerl mit Vornamen Mandy. Ne? Die arme Sau. Der ist bestimmt oft verdroschen worden in der Schulzeit. Kann das sein, dass ich wieder ganz am Schweife? Ja. What? Was war das jetzt? Kobolde. Ah! 5 Kobolde mit einem Schlag zurückstoßen. Yay! Hin? Keine Ahnung. Hast ihn aus dem Spiel geschossen. Ups. Ja. Nein, ups. Ja. Desolate sands to search for Kool's hidden. And Dariel was the only female. Ich würde sagen, wir gehen dann mal hier raus und dann wieder porten uns mal zurück. She lost faith in their plots. 2 decades ago, she chose to help Diablo during his resurgence and seize the citadel of the sightless eye. Ultimately, weiß aber schon, dass hier rechts der Wegpunkt ist, aber naja. Ah, Gegner. Egal, ich bin nicht mehr da. Ich hab ein Glück mit den Gegnern, das ist nicht. Soll ich helfen kommen? Nein. Oder bist du auch getürmt? I live again. Sultan Kool. We need you. Auch cool. Hier heißt der Kulle im Englischen und im Deutschen heißt er nur Kool. Ich bin jetzt irgendwie verwirrt. It has haunted me in death, just as it commanded me in